So, dann mal herzlich willkommen diese Woche zum deutschen Webinar für Gym Network und Gym Street. Heute wollen wir uns einmal mehr wirklich detailliert mit dem Affiliate-System auseinandersetzen. Natürlich insbesondere auch mit dem Thema Globaline, was ja jetzt kürzlich gestartet ist. Ja, welchen Vorteil hat es für dich, aber auch für deine Partner, die du vielleicht neu mit reinholen möchtest, zu Gym Street? Und dann gehen wir einmal gemeinsam durchs Dashboard und gucken mal wirklich, wo findest du denn jetzt hier welche Informationen, ja, wo du alles auslesen kannst und nachvollziehen kannst. Was sind die Qualifikationskriterien? Was kann ich verdienen und wo stehen wir dann aktuell gerade? Bevor wir damit loslegen, möchte ich aber noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir hier kürzlich eine neue Playlist erstellt haben. Und zwar, wenn du jetzt hier auf unseren Gym Street YouTube-Kanal drauf gehst und dann hier einmal in die Playlisten rein, dann findest du hier die Gym Street Metaverse VR Showcase Playliste. Und die ist wirklich klasse. Natürlich für jeden selbst, sich einmal einen Überblick zu verschaffen oder mal einen ersten Eindruck zu verschaffen. Ich gehe einfach mal drauf hier aufs erste Gebäude. Ach, jetzt kommt hier wieder die Werbung vorweg, okay. Dass man einfach mal ja sieht, wie wird denn unser erster Finanzdistrikt im Metaverse später mal aussehen? Und das ist wirklich, was wir hier sehen, ja, in diesen Videos. Das ist genau die Optik und dann hier in dem Video sogar noch, sage ich mal, runtergebrochen von der Qualität her, nicht mal auf dem Niveau, wie es nachher tatsächlich der Fall sein wird. Ja, jetzt hier sehen wir jetzt zum Beispiel unser Cash-FT-Gebäude für die Crypto-Card, die auch bald gelauncht werden wird. So viel zum Thema Use Case. Da werden jetzt auch im kommenden Jahr ziemlich schnell immer mehr Use Cases dazukommen. Jetzt mache ich es hier mal wieder zu, sonst sehen wir hier nur diese Werbung. Aber das ist natürlich ein sehr schönes Ding, wie gesagt, einmal für euch selber zu sehen, boah, klasse, wie genial wird das denn hier aussehen, das Ganze. Ja, ihr könnt dann mit der VR-Brille hier in dieser Welt euch frei bewegen. Und das ist die Optik, die ihr dort vorfinden werdet. Aber natürlich auch für die Affiliates unter euch, ja, die hier aktiv Partnerwerbung betreiben oder gerade mit dem Gedanken spielen, dass ihr damit anfangen wollt, habt ihr hier auch ein tolles Instrument wieder an der Hand, den Leuten zu zeigen, ey, guck mal, das ist hier nicht irgendwie bla bla und da kaufst du ein Land und dann vielleicht passiert mal irgendwas. Ganz konkret kannst du hier schon sehen, so wird das Ganze aussehen. Und zum Beispiel war unser offizieller Berater, der Claudio, war kürzlich in Bulgarien vor Ort bei Immerse FX und hat dort mit seinem Smartphone einfach mal eine Tour gemacht und uns dort mitgenommen. Da werden wir auch demnächst jetzt hier einen Zusammenschnitt darüber veröffentlichen. Ja, dass man mal sehen kann, das ist nicht irgendeine kleine Bude oder irgendeine Klitsche irgendwo. Das ist wirklich ein Unternehmen, die haben für Hollywood-Blockbuster die visuellen Effekte geliefert und tun es noch. Und dieselbe Firma, das sind diejenigen, also Leute, die wirklich Ahnung haben von ihrem Geschäft, die hier die virtuelle Welt für uns kreieren, ja, für den ersten Finanzdistrikt im Metaverse. Also allein mal von der Seite her betrachtet, was Manpower, was Know-how angeht, sind wir hier bestens aufgestellt. Und ich denke, diese Videos, die zeigen ganz klar, was wir imstande sind, an Qualität zu liefern. Ja? Also das einmal vorweg hier als Einleitung. Nutzt es für euch, um selber euch nochmal, ich würde mal sagen, vielleicht ein Stück weit zu bestätigen, aber auch um eure Neugier darüber, ja, zu befriedigen, wie wird das Ganze denn später mal aussehen. Und ihr seht ja auch hier zum Beispiel, hier sind wir jetzt im Miner drin. Und das könnte sein, dass es hinterher vielleicht nicht haargenau so aussehen wird innerhalb des Miners, aber so, ne, wie sich unsere visuellen Effekts-Leute hier das vorstellen, wie unser Metaverse später aussehen soll. Und da haben sie einfach mal für uns so ein paar Videos gerendert, dass man das den Leuten schon zeigen kann. So, aber jetzt springen wir mal wieder rüber ins Dashboard und heute wirklich soll es vorwiegend oder eigentlich ausschließlich ums Thema Affiliate gehen. Ja, und wir wollen nochmal gemeinsam durchgehen, wo ihr so die einzelnen Punkte dazu hier im Dashboard euch auch aufrufen könnt. An der Stelle auch nochmal sei erwähnt, wer vielleicht nicht die Gelegenheit hatte, vorletzte Woche live dabei zu sein, also wirklich die Empfehlung, schaut euch unbedingt die Aufzeichnungen an. Speziell letzte Woche haben wir im Detail uns nochmal die Globaline angeschaut, wo du wirklich ganz genau erklärt bekommst, wie funktioniert das, was sind die ersten Schritte, ja, um daran teilnehmen zu können, wie werden mir meine Shares zugeteilt, was kann ich denn erwarten, hier daran mitzuverdienen. Und gerade heute finde ich sehr, sehr spannend, da möchte ich nochmal kurz hier rüber springen tatsächlich. Vorhin, heute Mittag war ja das koreanische Live-Webinar, ja, mittags unsere mitteleuropäische Zeit. Und am Anfang des Webinars
hatten wir noch, ich glaube, es waren 329 Parzellen. Ja, da bin ich dann rein, habe gesagt, ey Leute, nur noch 329 Parzellen übrig, bis wir hier unsere 10% erreicht haben. Und ab da wird der Preis ja dann unserem Preisindex folgend hier von aktuell 100 Dollar dann hochgehen auf 116 Dollar. Seit ein paar Tagen posten wir auch regelmäßig, um euch darüber zu informieren, euch darauf aufmerksam zu machen. Ja, wer vielleicht jetzt noch die Gelegenheit nutzen möchte, 237 Landparzellen sind jetzt zu diesem Augenblick, während wir hier unser Live-Webinar durchführen, noch verfügbar. Und vorhin war es, wie gesagt, so, 329 Parzellen am Anfang des Webinars und hinterher bin ich da nochmal rein, weil ich den Screenshot machen wollte für den Post und dann waren es nur noch 267 und in der Zwischenzeit, ja, als ich den Screenshot gemacht hatte und bis dann noch ein paar Zeilen dazu verfasst habe, waren wir schon wieder runter auf 250 Parzellen, sowas. Also es ist wirklich Wahnsinn, wie schnell das jetzt hier im Augenblick geht, also nicht mehr nur stündlich, teilweise Minuten. Takt, ja, wurden hier die Parzellen verkauft. Jetzt in diesem Augenblick, wahrscheinlich weil im asiatischen Raum ja, die Leute schon wieder schlafen gegangen sind. Ihr wisst ja, ein Großteil unserer Community ist drüben in Korea und Japan ansässig. Aber das einfach auch nochmal euch zu verdeutlichen. Leute, ja, hier ist Movement drin. Selbst wenn zwischendurch mal so phasenweise das vielleicht den Anschein erwecken mag, dass es so ein bisschen stagniert. Auf jeden Fall, die Leute sind dran, ja, die Leute sichern sich ihre Position für die Global Line, aber auch, um hier mit 100 Dollar nochmal die Gelegenheit zu nutzen, zum bestmöglichen Einstiegszeitpunkt sich ihr Stück Land im ersten Finanzdistrikt der Zukunft zu sichern. Und ich denke mir das Ganze immer so, stell dir mal vor, du könntest in der Zeit zurückreisen, ja, als noch nicht klar war, dass auf Manhattan Island, wo heute New York ja, sich befindet und die echte Wall Street, ja, aus der abgeleitet ja Jim Street entstanden ist, als die Wall Street im Metaverse hier, unser Finanzdistrikt, den wir dabei sind zu erschaffen. Du hättest damals, vielleicht vor 50, 100 Jahren, existiert die schon 100 Jahre, da müsste ich jetzt nochmal genauer nachschauen. Nehmen wir mal an, vor 100 Jahren, ja, es gab da noch nicht die Wall Street, aber du hättest damals schon gewusst, dass dort einmal der Finanzdistrikt, der weltweite erste Finanzdistrikt entstehen würde, ja, und würdest dir da einfach mal ein Stück Land sichern. Hast du überhaupt eine Vorstellung davon, was das für eine Wertsteigerung mit sich bringen würde? Und jetzt das Ganze runtergebrochen auf unseren ersten Finanzdistrikt im Metaverse. Und ihr wisst ja, wie schnelllebig inzwischen alles ist. Ja, ich sag mal, 100 Jahre in der realen Welt, wenn wir das jetzt auf die virtuelle Welt übertragen, ist es wahrscheinlich nur ein Bruchteil dessen, weil alles sich hier viel rasanter entwickelt, ja, viel schneller voranschreitet und auch die Preissteigerungen passieren viel, viel schneller. Schaut euch die Artikel an, ja, einfach mal auf Google gehen und mal schauen, Preisentwicklung, virtuelles Land, Metaverse, Sandbox, die Decentraland, ja, sind so die größten, bekanntesten im Moment. Die haben auch mal mit 100 Dollar angefangen und teilweise geht das in die Millionenhöhe, was Leute bereit waren und auch ganz konkret bezahlt haben, ja, um sich dort virtuelles Land zu sichern. So, jetzt aber jetzt hier zurück zu Jim Street, zu unserem virtuellen Land. Also hier nochmal der Hinweis, 236 Parzellen sind jetzt aktuell noch verfügbar, wo man sich noch für 100 Dollar hier sein Stück Land sichern kann, wer es noch nicht getan hat oder auch einfach nur, um aufzustocken. Denn ihr wisst ja, mit 100 Dollar ist man in der Global Line dabei und mit jedem weiteren Kauf stockst du ja deine Anzahl deiner Anteile auf. Somit kannst du dann fortlaufend an allen weiteren Käufen, die nach dir generiert werden, dann entsprechend mit einem höheren Anteil daran mitverdienen. So, jetzt mal wieder zurück ins Dashboard. Letzte Woche war Global Line, davor die Woche. Schaut euch einfach die Aufzeichnung der letzten Wochen an, beziehungsweise lasst uns doch hier nochmal gemeinsam reingehen, ist doch das Einfachste. Moment. Ding, ding, ding. Das waren jetzt hier die ganzen. Also, in unserer Playlist Vietnamese, Korean, German, Viewful Playlist. Ja, da haben wir es ja. New Business Presentation, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber man muss von unten anfangen, das Neueste ist immer unten, Global Line Launch, Global Line Bonus im Detail, die letzten beiden Webinare. Hier hatten wir das auch schon, da war auch der Token Swap thematisiert und hier der neue Affiliate Plan. Ja, also hier, 15. November, da einfach mal reingehen und sich dort nochmal die Aufzeichnung anschauen. Da haben wir den Affiliate-Plan, sage ich mal, in Theorie anhand der Folien uns angeschaut. Und jetzt gehen wir nochmal rein. Mittlerweile ist ja alles umgesetzt worden. All diese Dinge, die wir dort angesprochen haben Mitte November, sind jetzt ja hier auch im System live, ja, und finden bereits Anwendung.
So, und du weißt ja, du verbindest dich ganz normal hier mit deiner Wallet. Kannst du zum Beispiel auch, solltest du ein mobiles Wallet nutzen, also im asiatischen Raum ist Trust Wallet sehr weit verbreitet. Wenn man uns jetzt fragen würde oder wenn mich jemand fragen würde, hey, welches Wallet empfiehlst du, dann würde ich sagen MetaMask, ja, erste Wahl, idealerweise als Browser-Erweiterung auf dem Desktop. Wenn man nur auf dem Smartphone oder auf einem Tablet vielleicht unterwegs ist, auch da gibt es das im App Store runterzuladen. Und in der Regel also funktioniert MetaMask einfach am besten, ja. Wenn Leute Probleme berichten oder irgendwie Verbindungsprobleme haben, Darstellungsprobleme, in aller Regel sind das Nutzer, die mit Trust Wallet unterwegs sind. Also bei MetaMask passiert das eher seltener. Also es hat auch was damit zu tun, welches Wallet man benutzt und auch auf welcher Plattform, ja, das Wallet sich befindet. Also Android zum Beispiel bekommen wir auch häufiger Probleme berichtet als auf iOS, also auf Apple-Geräten. So, aber trotzdem unterm Strich, ja, sind alle glücklich und zufrieden hier soweit, ja, mit der Entwicklung von unserem ersten Finanzdistrikt im Metaverse hier mit GymStreet. Und ihr wisst ja, was das Affiliate-System angeht, befindet sich das Ganze hier noch bei Gym Network im Dashboard. Ne? Das ist unsere DeFi-Plattform, die mittlerweile jetzt integriert ist ins Metaverse bei GymStreet. Aber wenn du jetzt hier von GymStreet kommend auf die Partner-Area gehst, ne, wirst du dann auch umgeleitet eben auf das Gym Network Dashboard und kommst dann hier auch in die Partner-Area. Und dann fangen wir jetzt hier direkt mal von unten an, werfen nochmal einen Blick auf den Global Line Bonus. Ja, jetzt hier mit meiner Beispiel-Wallet. Da habe ich in Anführungszeichen mal nur für 100 Dollar gekauft, ja, um einfach das hier zu zeigen. Den ganzen Kaufprozess hatte ich damit aufgezeichnet und bin jetzt hier mit nur einem Share mit drin. Ja, und seit ich hier auf Position 258 eingereiht wurde in die Global Line, ihr wisst ja, wie das funktioniert, du bekommst deine Position. An der Stelle wirst du also einfach mit eingereiht und alles, was nach dir kommt, wird nach dir eingereiht in die. Deswegen ja Global Line und das Ganze passiert eben weltweit und es geht einfach nur danach, wer als nächstes kommt, bekommt die nächste freie Position. So, und jetzt sieht man hier ab Position 258 wurden jetzt nach mir weitere 584 Positionen dort vergeben, an denen ich hier mit diesem einen Anteil an deren NFT-Käufen mitverdient habe. Das kann sein, dass hier sich darunter Personen befinden, die auch mehrmals NFTs gekauft haben. Somit bin ich da mehrmals daran beteiligt. So, aber jeder, der vor der Position 258, also vor mir schon drin war in der Global Line, selbst wenn diejenigen jetzt nochmal einen NFT-Kauf ausführen will, bin ich da nicht daran mitbeteiligt, weil sie eben schon vor mir eingereiht waren. Also man verdient an allen den Leuten mit, die nach dir reinkommen in die Global Line. So, und hier kann man sehen, alleine mit nur einem Share, 2,50 Dollar, logischerweise, wenn du jetzt die Zahl an sich so nimmst, klingt erstmal wie Peanuts. Aber jetzt überleg dir mal Folgendes, ja, wir sind hier mit 100 Dollar reingekommen und das sind einfach mal schon 2,5% innerhalb von einer Woche. Oder ist nicht mal, ja, heute ist genau eine Woche, seit wir gestartet sind, letzte Woche am 6. Dezember. So, und das läuft ja gerade erst an. Ne? Eine Woche ist jetzt vorbei, wenn wir jetzt hier schauen. Wir haben noch weitere 82 Tage, 18 Stunden, geht das Ganze ja noch. Und die Leute kommen jetzt gerade auf den Trichter. Wir sehen es ja hier. Ne? Springe ich nochmal kurz rüber. Guck mal, inzwischen sind es schon wieder weniger geworden. Ne? Also alleine während wir hier im Webinar sind, gehen die Landparzellen weg. Und man kann das Ganze eigentlich auch hier ganz schön sehen. Man sieht es ja hier auch an den, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle, 440, nee, sorry, das müssen 233 gewesen sein, okay. Ah, jetzt muss ich mich wieder hier neu verbinden. Wallet Connect, okay, die hat er sich noch gemerkt hier im Cache. So, aber das ist eben allein dieses Ding. Das haben wir auch vorhin im Korea-Webinar nochmal angesprochen. Leute, die Global Line hat also wirklich mehrere Vorteile vereint, ja, in einem Produkt. Zum einen natürlich für einen selbst. Selbst wenn du völlig null Interesse daran hast, hier Affiliate-Marketing zu betreiben mit GymStreet, definitiv kannst auch du an der Global Line mit profitieren. Weißt ja ganz klar. Jeder wird ja mit eingereiht. Ne? Das einzige Kriterium ist, NFTs im Wert von 100 Dollar. Und wie wir wissen, ist das eine Landparzelle, die bald nicht mal mehr für 100 Dollar verfügbar sein wird, sobald wir jetzt die 10%-Hürde erreicht haben, nachdem hier die verbleibenden 233, okay, nachdem die verbleibenden hier, sagen wir mal, 230 Parzellen verkauft sind, wir hier die 10% erreicht haben, geht der Preis automatisch hoch auf 116 Dollar und
gemessen daran werden auch die Bundle-Preise ja auch steigen. Das heißt, insgesamt werden dann auch die Umsätze ein Stück weit steigen und du bist dann allem eben daran mit beteiligt, ob im Grunde, ob du willst oder nicht. Also das ist hier extra on top Passive Income, einfach nur aus dem globalen Umsatz, ja, der dadurch entsteht, dass irgendwo auf der Welt irgendjemand, der sich nach dir eingereiht hat, sich dafür entscheidet, sich NFTs, Bundle, Landminer, was auch immer hier im Gym Street, im ersten Finanzdistrikt, im Metaverse zu erwerben. So, das heißt, du hast damit schon mal für dich den Vorteil. Wenn du jetzt als Affiliate unterwegs bist, den Vorteil hast du ja sowieso selber für dich. Wenn du jetzt auch noch aktiv Partnerwerbung betreibst, holst du Leute rein, an denen du ja logischerweise zum einen die Direktprovision verdienst, ja, dadurch, dass sie sich unter dir, unter deinem Sponsor-Link hier registrieren bei Gym Street und sich die NFTs kaufen. Sie werden dann logischerweise auch automatisch dann nach dir hier in der Globaline mit eingereiht, sodass du anteilig daran mitverdienst. Aber du kannst, die Globaline ist natürlich auch ein geniales Verkaufsargument, ja, für jeden, der vielleicht noch so ein bisschen am Überlegen ist, ah, okay, Metaverse, Landminer, klingt ja sehr spannend, ich bin mir aber gerade nicht so ganz sicher. Du hast jetzt hier noch für 82 Tage, 18 Stunden Stand heute die Möglichkeit, einfach am globalen Gesamtumsatz daran mitzuverdienen. Und wenn man das jetzt einfach mal nur für sich aus der Perspektive, wie schnell erreiche ich denn mein ROI und komme dann in den Genuss, dass alles ab da, also purer Profit ist, der generiert wird, ja, an Gymnet Rewards, die meine Miner hier ausspucken. Denn ihr wisst ja, jeder kann ein Stück Land erwerben. Natürlich der Wert des Landes an sich, der Wertzuwachs, der schon automatisch dadurch entsteht, ja, durch den Preisindex, werden wir irgendwann von alleine auf $300 kommen pro Landparzelle. Sprich, wer hier bei $100 eingestiegen ist, hätte somit schon eine Verdreifachung erzielt. Sorry, mir geht gerade die Stimme flöten. So, und unser erstes NFT-Produkt, das du ja jetzt schon nutzen kannst, das sind ja hier die Miner, ne? Und die, wie wir ja wissen, generieren also Gymnet Rewards. Gymnet, unser hauseigener Rewards-Token, wo jetzt auch immer mehr Use Cases kommen werden, Anfang nächstes Jahr. Wir sind gerade dabei, die Crypto-Card, die Cash-FT-Card, wir haben eben das Gebäude hier gesehen, die Animation dazu, zu testen. Ja, und dann Anfang nächstes Jahr wird das Ganze dann eingebunden bei uns und dann wird es losgehen, dass die Leute sich ihre Crypto-Karten hier bestellen können, was natürlich immer eine Sache ist, ein Produkt ist, wo ein hohes Interesse besteht, eine hohe Nachfrage daran besteht, ja, seine verdienten Rewards direkt auf die Karte laden zu können, um dann damit vor Ort einfach bezahlen zu können. Einfacher geht es ja kaum mehr. So, übrigens wird auch gerade daran gearbeitet, umgekehrt den Onboarding-Prozess zu vereinfachen, ja, weil es ja im Moment noch ein kleines bisschen umständlich ist, gerade für neue Leute. Man muss ein MetaMask-Wallet installieren, man muss schauen, wo bekomme ich jetzt BNB und BUSD her, wie überweise ich die jetzt dahin, da muss ich darauf achten, dass es die BEP20-Version ist, ne, auf der BNB-Smart-Chain und so weiter. Alles Sachen, die uns einfach vorkommen, weil wir jeden Tag uns damit beschäftigen. Für jemanden, der komplett neu ist in dieser Welt, ist das erstmal relativ viel, ja, womit man sich beschäftigen muss, dass man erlernen muss, um hier durchstarten zu können. Und auch da sind wir dabei, ja, diesen ganzen Prozess zu vereinfachen, was auch wieder denjenigen unter euch, die also hier aktiv als Affiliates unterwegs sind, definitiv zugutekommen wird, ja, dass ihr eure Partnerwerbung mehr auf den Sales als an sich fokussieren könnt und weniger Support leisten braucht, was jetzt zurzeit vielleicht auch noch ein Stück weit euer Tun als Affiliates ausmacht. So, also diese Use Cases kommen, eure Leute können hier Miner Rewards verdienen und darüber hinaus können sie eben jetzt noch für 82 Tage im Anschluss daran hier an der Globaline mit partizipieren und somit schneller ihren ROI erreichen, wenn man das jetzt aus der Perspektive für sich dort mit einkalkuliert. Na, also hier mehrere Fliegen direkt mit einer Klappe geschlagen, wie man so schön sagt. Also definitiv mal ein geniales Produkt und ihr seht hier schon, alleine ab dieser Position 285 kamen schon knapp 500.000, also knapp eine halbe Million Dollar an Umsatz rein nach dieser Position. Das heißt, ich sehe jetzt hier gar nicht, was ist davor schon alles gelaufen. Ja, also seit dem Start der Globaline, glaube ich, sind wir jetzt so knapp bei einer Million sowas. Also es ist schon irre. So, und das einfach immer nochmal sich erneut vergegenwärtigen, sich klar machen, was ihr hier eigentlich für ein geniales Produkt an der Hand habt. Und damit kannst du dann auch, ja, mit den, wenn du jetzt als Affiliate rausgehst und mit den Leuten sprichst, denen sagen, hey, hör mal,
Das sind hier die Instrumente, die hast du zur Verfügung. Ja? Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann überleg dir das mal. Wie wäre es denn, wenn du nicht nur diese Rewards verdienst, sondern darüber hinaus auch noch dich am Umsatz beteiligen könntest? Ja, ist klasse. Nun, jetzt stell dir mal vor, genau das hast du hier. Und dann zeigst du dem einfach die Global Line. Gehst rein ins Dashboard, zack, guck mal hier, da habe ich gestartet. Hoffentlich bist du mit einem höheren Share drin, ja, als ich jetzt hier mit dem Beispiel-Wallet mit nur einem Share, dass das auch ein bisschen noch interessanter aussieht. Aber man muss das natürlich immer in die Perspektive setzen. Ja. Wir hatten es ja, wenn du dir unsere Globaline-Präsentation anschaust, da haben wir die verschiedenen Beispiele nebeneinander gestellt. Ja. Wenn ich mit 3 Shares dabei bin, wenn ich mit 8 Shares da oder waren es die 45 Shares mit dem mittleren oder eben mit 300 Shares, es macht schon einen ziemlichen Unterschied, ja, wie viel man dann hier an Globaline-Provisionen verdienen kann. Und es ist auch absolut legitim, dass jemand, der hier mit einem höheren Anteil reingeht, also mit einem höheren Umsatz reingeht, natürlich auch mehr Shares bekommt, denn derjenige gibt ja auch mehr rein in die Globaline durch den höheren Kauf, ja, wovon dann diejenigen, die vor ihm schon drin waren, natürlich auch profitieren. So, aber jetzt haben wir nicht nur die Globaline, ja, wo du als Affiliate mit daran verdienen kannst. So, fangen wir mal einfach direkt vorne an, Partner Area, so Career Status. Hier kannst du ja direkt, also man braucht auch gar nicht unbedingt mal die Präsentationsfolien. Alles, alle Informationen, die man braucht, ist hier im Dashboard für euch aufbereitet und zwar sehr detailliert, ja, wie wir gleich sehen werden. So, hier kannst du einfach mal sehen, alle Ränge. Ja, und was sind die Qualifikationskriterien, um den jeweiligen Rang zu erreichen? So, dann hast du hier überall auch nochmal Erklärungen dazu, ja, wie das Ganze funktioniert. Apropos Erklärung, jetzt muss ich doch nochmal kurz zurückspringen. Sorry, den Punkt habe ich gerade versäumt, euch nochmal zu zeigen. Hier im Bereich Globaline gehst du auf More Info. Und in eurem Fall werdet ihr dann wahrscheinlich mit dem englischen Dokument vorlieb nehmen müssen. Aber hier könnt ihr genau die Präsentationsfolien runterladen im PDF-Format, die wir letzte Woche im Webinar auch verwendet haben. Ja? Und wenn ihr euch dann die Live-Aufzeichnung nochmal von letzter Woche dazu anschaut, ja, wo ich die Globaline komplett im Detail erkläre, könnt ihr das dann auch für euch auch nochmal analog anhand dieser Folien dann nachvollziehen oder immer nochmal darauf zurückkommen, um das Ganze nochmal nachzulesen oder sie eben auch benutzen, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einem neuen Partner zusammensitzt und demjenigen zeigen möchtet, hey, wie funktioniert denn das Ganze? So, jetzt kommen wir nochmal hier zurück. Fangen wir mal einfach an hier unter Punkt 1 Karrierestatus. Ja, wenn du jetzt hier als Affiliate unterwegs bist, das ist also der normale Affiliate-Plan, wo du einfach siehst, okay, was sind die Qualifikationskriterien, um den nächsten Rang zu erreichen? Und wie viel Prozent Provision kann ich denn da verdienen? Ja, zum Beispiel hier als normales Member verdienst du 10% Provision und du musst selber mit mindestens $100 dabei sein. Ja, also sprich mindestens eine Landparzelle erworben haben. Das heißt, eigentlich ist im Grunde jeder, der hier neu anfängt und nur ein Stück Land erwirbt, automatisch freigeschaltet im Affiliate-Plan für Rang 1, ja, dass man direkt Partner werben kann über seinen Sponsor-Link und um dort 10% Provision zu verdienen. Den Sponsor-Link im Übrigen findest du zum einen mal hier, ja, unter Referral-Link, wenn wir jetzt im Gym-Dashboard, Gym-Network-Dashboard hier unterwegs sind. Du hast ihn aber auch hier bei GymStreet, wenn ich jetzt hier mich mit der Wallet verbinden würde, der taucht dann hier an der Seite dort auf. Da kannst du ihn auch direkt im GymStreet-Dashboard abrufen, ist derselbe Link. So, und dann kannst du hier einfach durchgehen und schauen, okay, was sind denn so die Kriterien, ja, wenn man einfach nochmal wissen möchte, wie man weiterkommt und was man dort so verdienen kann. Abgesehen davon sieht man dann hier auch immer, okay, um den nächsten Rang zu erreichen, was brauche ich denn da? Also ich bin jetzt aktuell auf Rang 1 eben, ne, durch den Kauf von einem NFT für $100 automatisch freigeschaltet und kann für jeden direkt geworbenen Partner also 10% Provision verdienen. Wenn ich jetzt auf der zweiten Ebene, sprich meine direkt geworbenen Partner gehen ihrerseits los, betreiben Partnerwerbung, könnte ich jetzt da nochmal, warte, jetzt muss ich mal hier zurückgehen, da könnte man nochmal weitere 7% Direktvertriebsprovision mitverdienen. Direktvertriebsprovision, wie das Wort oder wie das schon aussagt, bedeutet, ganz klar, in dem Moment, wo der Kauf stattfindet, fließt sofort die Provision zu dir. Ja, das ist natürlich auch sehr spannend hier im Zusammenhang mit GymStreet und den NFTs. So, und
Die 50%-Regel ist immer noch wichtig zu berücksichtigen. Ja, das bedeutet ganz einfach, du musst immer mindestens zwei Partner haben in deiner Struktur, was deinen Teamumsatz angeht. Also zum Beispiel hier, um den nächsten Rang zu erreichen, reicht es nicht mehr, ein eigenes Invest nur zu haben, sondern ich brauche auch also einen gewissen Mindestumsatz von $200 im Team, wobei es reicht nicht, einen Partner zu werben und der eine Partner kauft NFTs für $200, dann habe ich noch nicht die 50%-Regel erfüllt. Um die 50%-Regel zu erfüllen, brauchst du mindestens zwei Partner und einer von den beiden. Also im Fall von zwei ist es 50-50, ist es einfach. Aber wenn man jetzt mal annimmt, du hättest drei Partner geworben, darf einer von den dreien maximal die Hälfte des Umsatzes ausmachen. Sprich, um auf $200 zu kommen und du hättest drei Partner geworben, einer könnte mit $100 ja, vom Teamumsatz dabei sein, hätte damit 50% deines Teamumsatzes generiert und die anderen beiden könnten zum Beispiel für jeweils $50 Umsatz generieren, dann bist du in Summe auf 200 und weil der eine Partner maximal 50% beigesteuert hat, hast du auch die 50%-Regel erfüllt und die $200 hier das Qualifikationskriterium für Rang 2 erfüllt. Ja, und so kannst du das ja für jeden Rang direkt nachvollziehen. Also für den nächst höheren Rang hast du es hier in der Übersicht und wenn du schon mal vorausschauend sehen willst, okay, wie sieht es denn aus, zum Beispiel hier, um auf Level 8 zu kommen, ja, die Ränge haben auch schöne Bezeichnungen hier, zum Beispiel Junior Pro 1, 2 und so weiter oder Level 10, um Pro zu werden, müsstest du also einen eigenen NFT-Umsatz von mindestens $285 generieren, was übrigens aktuell noch der Preis von dem Basic Bundle wäre. Und dein Teamumsatz müssten 50.000 sein. So, bei Level 10 kommt dann noch hinzu, dass einmal im Monat, um hier den provisionsberechtigt zu bleiben, auch bis zur 10. Ebene, muss man einmal pro Monat für $100 NFTs nachkaufen. Ja, das kann eine Landparzelle sein oder zum Beispiel zwei Miner. So, das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Und das ist jetzt einfach mal hier, was den Basis-Affiliate-Plan angeht. Ne? Und da hat man in Summe, also wenn man das jetzt alles zusammenzählt, kommt man da auf 42%, die hier über 25 Ebenen insgesamt ausgeschüttet werden. So, jetzt wenn du jetzt hier weitergehst unter Partnerstatistik, da ist bei mir leider nichts zu sehen, weil ich hier in dem Beispiel-Wallet keine Partner drunter habe. So, hier hast du aber die Möglichkeit, ganz genau zu sehen, alles klar, wo sind denn bei mir in der Struktur, auf welcher Ebene, welche Umsätze generiert worden, die Wallet-Adressen, alles wird dir angezeigt. Und im Moment sind sie auch dabei, das noch dahingehend weiter zu optimieren, dass du siehst, okay, welche Wallet-Adressen, sage ich mal, haben denn jetzt einen besonders signifikanten Umsatz bei mir ausgemacht, ja, dass man vielleicht dann auch sehen kann, ah, okay, das sind jetzt die nächsten, wo es Sinn machen würde, denjenigen dabei zu unterstützen, hier den nächsten Rang zu erreichen, was jetzt bei den Leadership Incentives dann interessant wird, wie wir da noch sehen werden, ja. Auf jeden Fall kannst du hier ganz genau sehen, okay, was ist mein Jim Street Umsatz, ja, Turnover ist der Umsatz und auch Gymnet Turnover ist alles hier für dich aufgeführt. Und du kannst es ganz genau also hier nachvollziehen auf den Dollar Cent genau. Direktpartnerlist wird dir hier angezeigt. Also wirklich alle Informationen und mehr, was man sich nur wünschen kann, um als Affiliate hier immer den vollen Überblick zu haben. Also unter Income Streams, hier siehst du, wenn du jetzt zum Beispiel bei Gym Network Partner geworben hast, ne, und die sind im Vault, in der Farm und so weiter drin, verdienen Rewards, bekommst du als Affiliate ja dann prozentual einen Anteil. Das ist ja hier keine Verkaufsprovision, sondern eine Gewinnbeteiligung würde man das dann hier bezeichnen. Genau, Profit Sharing. Ja, sprich ein Teil der Rewards, die dort generiert werden, fließen dann auch zu dir und das kannst du hier unter Income Streams alles schön nachvollziehen. Und jetzt kommen wir zu den Pools. So, da haben wir einmal die Level Pools und die Turnover Pools. Die Level Pools, wie der Name schon sagt, ja, daran bist du beteiligt ab den höchsten Rängen im Affiliate-Plan, nämlich die Level 23, 24 und 25. Die gibt es sowohl bei Gym Network als auch bei Gym Street. Und hier kann man zum Beispiel sehen, insgesamt 3% der NFT-Sales, ja, die generiert werden, fließen hier rein in diese Level-Pools. Und um deinen Anteil daran mit zu verdienen, musst du zum einen
diesen Rang erreicht haben, also Level 23, 24 oder 25 freigeschaltet haben. Wobei, wenn man den höchsten Rang erreicht hat, also Level 25, ist man automatisch in allen drei Level-Pools mit dabei. Jetzt kommt aber dazu noch, dass du monatlich einen Mindestumsatz generieren musst. Denn ansonsten wäre es ja so, jemand, der einmal Rang 25 erreicht hat, ja, hat einmal den Umsatz gebracht, könnte sich ab da theoretisch dann in Ruhe zurücklehnen und sagen, ja, lass mal die anderen machen. Ich habe jetzt Level 25 und ich bin ja zumindest ja hier bei den Levelpools ab sofort jeden Monat mit dabei. So soll das Ganze nicht funktionieren. Deshalb, um am Levelpool auch mitverdienen zu können, erstes Kriterium ist, dass du den Rang erreicht hast. Zweites Kriterium ist ein gewisser Mindestumsatz pro Monat. Und da gibt es innerhalb der Level Pools dann nochmal eine Unterteilung in die Pools 1, 2 und 3. Ja, sprich mit mindestens 400.000 Teamumsatz, wieder immer basierend auf der 50%-Regel. Also diese 50%-Regel gilt grundsätzlich überall, wo es darum geht, dass Umsatz, Teamumsatz ein Qualifikationskriterium darstellt, was eigentlich so gut wie immer der Fall ist. Also diese 50%-Regel solltest du auf jeden Fall mal verstanden haben. So, und dann siehst du halt hier, okay, wenn ich 400.000 gebracht habe, bin ich hier mit dabei. Ab 800.000 ist man auch hier mit dabei und ab 1 Million in allen dreien. Also immer, wenn du das nächst höhere freigeschaltet hast sozusagen, bist du logischerweise automatisch auch in den darunter gelegenen Qualifikationsstufen mit drin. Und das kann man bei den Turnover-Pools, wo wir gleich noch sehen werden, schön nachvollziehen, wie das Ganze dann funktioniert. Und hier kannst du dann ganz genau sehen, alles klar, NFT-Sales, ja, wie viel ist hier reingeflossen, wie viele qualifizierte Partner gibt es hier im Moment, die an diesem Pool beteiligt wären, wie es aussieht im Moment mal gar keiner, wobei man dazu sagen muss, leider ist es ja heute so, warte mal, jetzt ist die Meldung hier weg, wir hatten nämlich vorhin hier das Thema, dass aufgrund Binance Smart Chain Wartungsarbeiten durchgeführt werden mussten, sodass es hier mitunter zu Anzeigenfehler hätte kommen können. So, gehen wir nochmal zurück zu den Level Pools. Aber es ist natürlich auch durchaus, durchaus denkbar, aufgrund des monatlichen Mindestumsatzes, ja, dass selbst diejenigen, die diese Ränge haben, aber mit ihrem Team diesen Mindestumsatz nicht generiert haben, somit bisher sich noch keiner qualifiziert hat. Aber wir sind ja auch heute erst am 13., sprich, wir haben noch weitere 31 Tage, 18 Tage, bis der Monat vorbei ist, wo die Leute hier Umsatz generieren können, um sich für die Pools zu qualifizieren. Natürlich ist es so gesehen für die Community insgesamt wiederum durchaus auch als Vorteil zu sehen. Logischerweise für die Affiliates ist der Anreiz vorhanden, sich für die Pools zu qualifizieren. Ja? Und je weniger das schaffen, desto mehr haben diejenigen davon, die es geschafft haben. Denn das, was hier sich ansammelt in den Pools, wird ja dann aufgeteilt an alle diejenigen, die sich für den Pool qualifiziert haben. Und das schauen wir uns gleich beim Turnover-Pool nochmal genauer an. So, aber alles, was nicht zugeteilt werden kann, mangels qualifizierter Mitglieder, fließt ins Buy and Burn Programm. Das ist natürlich genial. Ja. Somit haben wir wieder zusätzlichen Kaufdruck erzeugt in unserem Liquiditätspool und den Gymnet-Preis wiederum ein Stück weiter stabilisiert. Und da würde ich nochmal gerne einen Sprung machen. Ich hoffe, das ist nicht zu viel hin und her gespringe hier, aber weil wir gerade beim Buy and Burn waren, das kannst du eben hier im Dashboard auch tagesaktuell auf die einzelnen Transaktionen heruntergebrochen. Entschuldigt bitte, kann man das hier nachvollziehen? Ja? Und das war hier am Launch-Tag vom Global Line Bonus. Da haben wir knapp 2 Millionen Tokens verbrannt an dem Tag. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, 12., das war gestern, hatten wir auch einen Spike. Da waren wir knapp bei rund 475.000. Und das kann man hier halt auch schön nachvollziehen. Ne? Und das ist eben auch eins, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, hier wirklich bei GymStreet und bei GymNetwork, euch das Ganze so transparent wie möglich darzustellen, dass es für jeden einfach und genauestens nachvollziehbar ist. Wo kommen welche Umsätze her? Ja, und was bedeutet das für mich? Beim Global Line Bonus kann man das ja auch ganz genau runtergebrochen sehen. Hier ist nach mir hat ein, ist oft von der Wallet so und so,
der NFT-Kauf gemacht worden, davon 4%. Das ist der Global Line Bonus, der daraus entstanden ist. Ich habe mit einem Share so und so viel Anteil daran. Deswegen ist es das, was ich bekommen habe. Was war vorher mein Verdienst am Global Line Bonus? Was ist nach dieser Transaktion der Verdienst an diesem Global Line Bonus und so weiter? Und so ähnlich hier beim Buy and Burn habt ihr auch die Möglichkeit, ja, wer Spaß daran hat, sich das hier alles im Detail anzuschauen. Und hier springe ich einfach nochmal kurz da rein, damit das jetzt nicht nur so abstrakt wirkt, was ich gerade gesagt habe, ne? Hiervon haben wir gesprochen. Also du kannst wirklich hier bei der Transaktionshistorie genauestens alles nachvollziehen und schauen, okay, hier hat jemand für $100 gekauft, 4%, $4 fließen in den Global Line Bonus. In dem Fall, da ich ja nur einen Share habe und wir nur bis zur zweiten Nachkommastelle anzeigen, wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier 0,00 und so weiter 10, 20 Kommastellen hätte, würde ich irgendwann sehen, dass auch hier ein klitzekleiner Anteil von diesem $100 Umsatz auch zu mir fließen vom Global Line Bonus. Hier steht jetzt ein Share von 0, aber du siehst eben hier auch, okay, an welcher Stelle ist der Umsatz entstanden, ja, an welcher Position, 837, was war mein Einkommen vorher, 1,28 und hinterher ist jetzt immer noch bei 1,28. Ja, also mit nur einem Share bewegt sich das alles hier natürlich sehr langsam. Ist klar. Aber selbst mit einem Share, ja, kann man schon ein kleines bisschen was reißen. Und wie man so schön sagt, Kleinvieh macht auch Mist, so gesehen. Und wenn es einem nur darum geht, und das hatten wir letzte Woche schon besprochen, wenn es einem nur darum geht, sich erstmal die Position zu sichern, ja, das ist ja beim Global Line Bonus so ein entscheidender Punkt, dass man schaut, jetzt, wo die Gelegenheit ist, noch möglichst früh reinzukommen, ja, denn das Ganze läuft ja eben mal noch 82 Tage und 18 Stunden. Und an allem, was dann nach dir noch mit dazukommt, kannst du eben daran mitverdienen. So, jetzt gehen wir mal weiter hier in die Turnover Pools, ja, Level Pools. Haben wir damit erstmal abgeschlossen. Der nächste Umsatzpool, wo du dich als Affiliate daran mit beteiligen kannst, ist der Turnover-Pool, also der Umsatzpool. Und hier ist es irrelevant, welchen Rang du hast im Affiliate-Plan. Selbst wenn du nur Mitglied bist, ja, Member auf Ebene 1 und nur dein Sponsoring verteilst und nur direkte Partner einschreibst und das dein Teamumsatz ist und du den komplett zu 100% selber generierst und schaffst es damit auf zum Beispiel $10.000 monatlich im Umsatz zu kommen, hast du dich für Pool 1 auf jeden Fall schon mal qualifiziert. Ja, das Einzige, was entscheidend ist, du musst mindestens 2 Partner haben, eben wegen der 50%-Regel, sonst funktioniert das Ganze nicht. Also auch hier trifft die 50%-Regel wieder darauf zu. Und hier kann man halt schön sehen, jetzt klicke ich mal drauf, das Ganze wird in BUSD ausgeschüttet und hier liegen im Moment knapp $5.000 drin, NFT Sales Contribution. So, und jeder, der $10.000 Umsatz generiert hat, hat sich schon mal für diesen Pool 1 qualifiziert. Und wie wir jetzt hier sehen können, da gibt es schon einige, also 94 Personen haben es bisher, und wir sind gerade mal am 13. des Monats, 94 Personen haben bisher schon mindestens $10.000 Umsatz generiert. Allerdings, wenn wir jetzt mal in den nächsten Pool 2 schauen, und hier seht ihr schon, die NFT Sales Contribution ist immer dieselbe, denn es fließen jedes Mal 0,5% da rein in die Pools. Ja? Also die ersten 4 Pools bekommen jeweils 0,5% ab. Somit ist der Betrag, der drin liegt, immer derselbe. Aber dein Anteil am Pool, ja, oder beziehungsweise das, was die einzelnen Mitglieder, die sich in diesen Pools befinden, daran verdienen, unterscheidet sich gemessen daran, wie viele Mitglieder insgesamt in dem Pool drin sind. Und jetzt würde ich vorschlagen, das kann man einfach mal ganz schön hier beispielhaft sich anschauen. Holen wir uns mal den Rechner, machen uns mal den Spaß. Wir haben also hier 4.891 sind jetzt hier drin. Ja, die Nachkommastellen lassen wir mal weg. Und wir haben im Moment 94 Mitglieder da drin. So, jetzt teilen wir das durch die 94. Das heißt, jeder einzelne dieser 94 Personen, die $10.000 Teamumsatz generiert haben bisher, hat schon mal safe $52 Turnover Pool Provision on top auf seinen eigenen Direktvertriebsprovision, die er ja schon verdient hat durch die Verkäufe, ja, durch das Generieren des Umsatzes mit Hilfe seines Teams, hat derjenige ja schon Provision verdient oder diese 94 Personen. Darüber hinaus sind sie aber an 0,5% des globalen Umsatzes, also alles, was auch außerhalb ihrer eigenen Teamstruktur an Umsatz generiert wird, verdienen sie daran mit. Und logischerweise
Sollte es so sein, dass Sie selber den Großteil, sage ich mal, dieses Umsatzes ausgemacht haben, dann holen Sie sich damit dann nochmal zusätzlich wieder ein bisschen mehr zurück in die eigene Tasche. Auf jeden Fall ist es so, dass man eben mit den Pools zusätzlich zu dem eigenen Teamumsatz, den man direkt oder indirekt selber generiert in der eigenen Teamstruktur, übergeordnet am globalen Gesamtumsatz hier auf Unternehmensebene daran mit beteiligt ist. So, und hier in Pool 1 wäre das eben so, Stand heute am 13. des Monats hätten diese 94 Personen schon mal $52 safe verdient. Jetzt läuft der Monat ja aber noch. Das heißt also, es wird sicherlich noch mehr Umsatz generiert werden bis Ende Dezember. Sprich, dieser Wert wird steigen. Kann sein, dass die Anzahl der Mitglieder auch steigt in der Zwischenzeit. Ja, aber das hat man dann eben dann schon mal mitverdient. So, wie sieht es denn aus bei denjenigen, die sich für Pool 2 qualifiziert haben, dadurch, dass sie $25.000 Teamumsatz generiert haben, ja, basierend wieder auf der 50%-Regel. Ja, hier ist das Ganze jetzt so, dass da ist derselbe Betrag drin, logischerweise, weil es wieder ein 0,5% ist, was hier reinfließt, also die 4,891. Aber diesmal teilen wir das Ganze nicht mehr durch 94, sondern nur noch durch 41 Mitglieder, die sich hier qualifiziert haben für diesen Pool. Das heißt hier, diese 41 haben schon mal knapp $120 Turnover-Pool-Provision verdient. Und jetzt musst du dir Folgendes nochmal klar machen. Jemand, der $25.000 Umsatz generiert hat, hat logischerweise auch $10.000 Umsatz generiert. Das heißt, jeder, der für Pool 2 qualifiziert ist, ist automatisch auch, sprich diese 41 Personen sind auch hier mit drin in diesen 94. Ne? Also wir haben hier 119 plus die 50, die davor schon in Pool 1 dabei rausgekommen sind. Also wer 25.000 Umsatz generiert ist und für beide Pools qualifiziert ist, hat also in Summe schon mal rund $170 an Turnover-Pool-Provision verdient. So, wie sieht es denn jetzt weiter aus? Pool 3, wer es sogar schafft, $50.000 Umsatz zu generieren. Und bisher in den ersten knapp 2 Wochen dieses Monats haben das auch schon 20 Leute geschafft soweit. Ja. Wo ist denn jetzt mein Rechner hin? Hier. Gucken wir jetzt mal. Wir merken uns mal die 170. Okay. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Auch wieder ein 0,5%. Habe ich den jetzt irgendwie zugemacht oder so? Pool 3 wollte ich. Ich mache einfach mal alle auf. Komm, ist doch einfacher. So, wir sind jetzt hier bei Pool 3 bei den 50.000. So, hier sind auch wieder unsere 4,891. Und jetzt teilen wir das Ganze nicht mal mehr durch 94 oder 41, sondern nur noch durch 20. Das heißt, diejenigen, die hier in Pool 3 mit qualifiziert sind, weil sie 50.000 Teamumsatz generiert haben, hat schon mal jeder $244 verdient. So, jetzt haben wir 170 und 244 nach Adam Riese. 370, ja, also über $400 schon. Oder wir machen es einfach so. Bumm. Haben wir schon mal 414, sagen wir mal $415. Wir haben vorher ja auch ein bisschen abgerundet. Dann runden wir jetzt mal großzügig 50 Cent auf. Okay, dann sind wir schon bei $415 am 13.12. Okay, gemessen an 50% wäre das jetzt knapp 1%, ja, auf deinen Gesamtumsatz, den du hier generiert hast, den du nochmal obendrauf dazu bekommst. So, jemand, der 100.000 generiert hat, diese 11 Personen, so, wir merken uns mal die 414, oder kann ich das hier auch irgendwie, Command C, gucken wir mal, 414, ansonsten haben wir jetzt hier, bei sind wir auch wieder, 4,891, und jetzt gehen wir nochmal durch 11, zack, $444, ja, haben diese 11 Personen. Jetzt holen wir uns nochmal unsere 414 von eben dazu. Sind wir schon bei 858. So, das heißt, jemand, der $100.000 Umsatz generiert hat, ist logischerweise anteilig an allen 4 Pools mit drin. Du bekommst aber nicht überall denselben Betrag, wie wir gerade gesehen haben, ne? Sondern pro Pool muss man immer schauen, okay, wie viele Mitglieder befinden sich hier, ja, und was ist jeweils dein Anteil an dem Pool? Und dann in Summe hätte jemand, der hier bis Pool 4 qualifiziert ist, am 13.12. Von den $100.000 Teamumsatz, den er selber beigesteuert hat, ja, zum globalen Gesamtumsatz, nochmal on top zu den eigenen Provisionen, die er selbst schon verdient hat auf dem Weg dorthin, nochmal $858 obendrauf. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Denn wer $150.000, und da ist jetzt Schluss, ja, also ab 150.000 bist du für alle 5 Pools qualifiziert.
Und unter oder umgekehrt, überschätzt das nicht. Für den einen oder anderen mag das wie eine hohe, große Summe klingen. Am Anfang ist es das sicher auch. Aber ich bin mir sicher, wer schon mal aktiv unterwegs war, ja, im Affiliate-Marketing und schon mal Teamaufbau betrieben hat und es geschafft hat, eine etwas größere Struktur auch aufzubauen, ja, in tiefere Ebenen, wo das dann anfängt, wirklich in die Breite zu gehen und darüber hinaus auch geschafft hat, seine Teampartner aktiv zu unterstützen, was wir uns auch gleich noch angucken müssen. Und jetzt muss ich mich mal ein bisschen sputen hier. Der weiß, dass solche Monatsumsätze hier absolut machbar sind. Ja? Und gerade mit so einem spitzen Produkt, wie wir es hier haben und dem Global Line Bonus als zusätzlichem Verkaufsargument, was du noch mit an der Hand hast, ja, darüber hinaus, ist das Einzige eigentlich, was man vielleicht gelten lassen könnte, das etwas umständliche Onboarding zugegebenermaßen. Aber wie bereits gesagt, auch da wird ja aktuell daran gearbeitet, das Ganze wirklich stark zu vereinfachen für euch. So, jetzt gehen wir nochmal in den letzten Pool rein. Jetzt haben wir nämlich hier 1%, also 9.782. Und hier sind nur noch 7 Leute drin, ja, die 150.000 Umsatz generiert haben bisher. Das heißt, jeder von diesen 7 bekommt hier 1.397. Und jetzt hatten wir vorher, was war es, 858, glaube ich. So, also sagen wir mal $2.255. Sollte ich mich zwischendurch vertippt haben, seht es mir nach. Aber einfach mal, wenn du das jetzt wieder in Bezug setzt hier auf die 150.000, ist das mehr als 1% im Grunde, ja, in Summe. So, und das ist einfach das Geniale, ja, je mehr Umsatz du generierst, unabhängig davon, auf welcher Ebene du dich befindest, ja, im Affiliate-Plan, hier ist es irrelevant, welchen Rang du hast. Ja. Bei den Level-Pools entscheidet auch, dass du Level 23, 24 oder 25 bist, als erstes Kriterium. Bei den Turnover-Pools, jeder, der einfach nur Umsatz generiert mit seinem Team, auf der 50%-Regel basierend, ist hier mit daran beteiligt. Und wie man sieht, kann da schon ein nettes kleines Sümmchen, was so nebenbei, on top, nochmal dazu kommt, weil wenn du 150.000 Umsatz generiert hast und sagen wir mal, du hast im Schnitt, ja, auf Level 1 kriegt man 10%, Level 2 7%, sagen wir mal im Schnitt 5% auf deine Teamstruktur gesehen verdient, dann wärst du bei 7.500, ja, plus also hast du schon mal einen knappen fünfstelligen Betrag zusammen gemessen an deinem Monatsumsatz hier. Das macht schon Spaß, ja. So, und jetzt kommt noch der letzte Teil. Und da muss ich hier einmal rübergehen in die Leadership Incentives. Warte mal, NFT Income. Das ist einfach hier NFT Commissions Total. Das müsste der NFT Reflections Pool sein. So. Und hier die Leadership Incentives. Hier wird es jetzt nochmal spannend. Denn wer es auch noch darüber hinaus schafft, ja, nicht nur selber mit seiner Teamstruktur Umsatz zu generieren, sondern auch, und deswegen heißt das Ganze hier Leadership Incentives, denn hier geht es wirklich darum, Führungskräfte aufzubauen. Also das ist was für diejenigen, die wirklich aktiv als Affiliates, ja, das als Geschäft betreiben wollen hier und auch hier auch Zeit und Aufwand reinstecken können und wollen. Aber hier habt ihr die Möglichkeit, ja, zusätzlich zu diesen ganzen Provisionen und Turnover-Pools, Global Line-Bonus und alles, was es da schon gibt im System, könnt ihr jetzt hier nochmal Cash-Boni und eben Incentives, also so Sachpreise gewinnen. Ja? Zum Beispiel hier eine Uhr. Später gibt es auch einen Ferrari und einen Lamborghini. Und irgendwo haben wir noch die Reise hier, den Diamond Trip. So, jetzt nur noch eine Sache. Wie kommt man jetzt daran? Hier ist es wirklich entscheidend. Zwei Kriterien. Kriterium Nummer 1, Umsatz generieren. Wie wir bisher schon gelernt haben, immer basierend auf der 50%-Regel. All diese Umsätze hier, die wir sehen, sind kumuliert, also wie so Meilensteine. Das heißt, du fängst an und du summierst, du addierst deinen Umsatz immer weiter auf, immer weiter auf. Sprich, es ist nicht so, du musst einmal 1.000 und dann wirst du wieder zurückgesetzt auf 0 und das nächste Mal musst du wieder neue $10.000 generieren, um auf den nächsten Rang hier, na, sorry, ich muss immer ein bisschen aufstoßen zwischendurch, das nervt. Mal einen Schluck Wasser. So, um auf den nächsten Cash-Bonus hier zu kommen,
brauchst du nicht weitere 10.000 Dollar, sondern hier im Grunde nur weitere 9.000 Dollar, um in Summe dann auf 10.000 zu kommen. Ja? Also es wird immer aufaddiert. Und diese 10.000 Dollar sind ja Teamumsatz. So, das ist auch wichtig im Hinterkopf zu behalten. Das ist nicht, du selber gehst raus, verteilst deinen Sponsorlink. Logischerweise ist das auch Teil des Affiliate-Marketings. Aber es geht auch darum, neue Teampartner aufzubauen und die darin zu unterstützen, ihrerseits erfolgreich zu werden, ja, dass die ihren Sponsorlink verteilen. Und wenn es bei dir auf Ebene 2 ist, hast du ja dann 7% daran mitverdient. Und deine Arbeit besteht dann in dem Moment nicht mehr daraus, dass du selber dein Sponsorlink verteilst, ja, sondern daraus, dass du andere darin unterstützt, erfolgreich zu werden im Affiliate-Marketing und dann daran mitverdienst. Und jeder, der das hier schon mal gemacht hat, ja, oder auch jetzt tut, der weiß, dass du irgendwann einen Punkt erreichst, du kannst selber aus deiner eigenen Kraft und Zeit heraus nur so viel erreichen. Und wenn du darüber hinaus mehr erreichen willst, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als aktiv Teamaufbau zu betreiben im Sinne von Führungskräfte auszubilden. So. Und deswegen heißt das Ganze hier auch Leadership Incentives. Und hier geht es wirklich darum, klar, zum einen eigenen Teamumsatz, und das komme ich jetzt nochmal darauf zurück, wo ich hier damit angefangen hatte, am vorletzten Satz, wie auch immer. Diese 10.000 Dollar, die entstehen ja durch den Umsatz, den deine ausgebildeten Führungskräfte in Klammern für dich ja generieren. Na klar, auch für sich selbst, ja, aber darum geht es hier letztendlich bei den Leadership Incentives. Deswegen ist das zweite Kriterium, dass du eben dafür sorgen musst, im Grunde, damit du den jeweils nächsten Pin hier, ne, also symbolisch erhältst hier immer so einen Award-Pin, also so eine, wie so eine Belohnung, ja, so eine Auszeichnung, um die nächste Auszeichnung zu erhalten, die auch im Zusammenhang steht mit entweder einem Cash-Bonus oder eben einem Sachpreis, musst du zum einen die nächste Umsatzstufe erreicht haben, aber auch auf dem Weg dorthin Teampartner ausbilden und die darin unterstützen, dass sie ihrerseits immer die nächste Stufe unter dir erreicht haben. Und zwar mindestens 2 Partner müssen das schaffen bei dir aus der Teamstruktur. Sprich, wenn du hier 35.000 Dollar Umsatz generiert hast, musst du auch dafür sorgen, dass 2 deiner Partner, und zwar aus unterschiedlichen Teams, also mal angenommen, du hast jetzt 3 Partner geworben, somit hättest du 3 Teams, ja, also der erste Partner fängt an, eine Struktur zu bauen, der zweite, und die werden jeweils als ein Team gewertet, so. Jetzt brauchst du hier 2 Partner, mal angenommen, die kommen beide aus derselben Struktur von einem deiner Partner, ja, also aus demselben Team, dann hast du das Kriterium hier der Different Teams nicht erfüllt. Also das ist im Grunde so ähnlich wie die 50%-Regel hier beim Umsatz. Die müssen aus unterschiedlichen Teams innerhalb deiner Struktur stammen, diese 2 Partner. Und wenn wir jetzt mal hier schauen, an diesem Beispiel, hier steht, du brauchst mindestens 3 Platin-Partner, wobei hier einer aus Different Teams, also aus einem anderen Team kommen muss. Sprich, hier ist es so, 2 dürfen innerhalb desselben Teams sich befinden, aber einer muss wiederum aus einem anderen stammen. Ja, ich denke, ihr könnt mir soweit folgen. Und so erreichst du dann jeweils die nächste Auszeichnung, und sobald du die erreicht hast, ja, indem du die Kriterien erfüllt hast, bekommst du entweder einen Cash-Bonus, der instant übrigens ausgezahlt wird, wobei hier man noch dazu erwähnen muss, der Cash-Bonus setzt sich zusammen aus BUSD und Gymnet, ja, sodass du in Summe auf diesen Wert dann kommst. Und solltest du jetzt hier zum Beispiel den Green Diamond erreicht haben, ja, dann bekommst du keinen Cash-Bonus ausbezahlt, sondern hier eine schicke Uhr, ja, von uns spendiert mit dem Company-Logo drauf. So, und den Cash-Bonus bekommst du direkt instant ins Wallet. Bei den Sachpreisen ist es so, die muss man sich im Grunde selber abholen. Ja, man geht davon aus, dass jemand, der also 2,5 Millionen Teamumsatz generiert hat und 2 Blue Diamond Partner bei sich in der Struktur aufgebaut hat, der sollte auch in der Lage sein, mal live, also mal aufzutauchen oder es möglich zu machen, dass er bei einem unserer Live-Events vor Ort dabei ist, um eben dort dann auf der Bühne seinen Sachpreis entgegenzunehmen. Man kennt das vielleicht, ja, dann werden so Jahresveranstaltungen und so in dem Stil soll das dann hier auch stattfinden bei Gym Street, dass dann die Top-Leader, die entsprechend diese Auszeichnungen hier erreicht haben,
Die werden dann alle eingeladen und dann vor Ort mit viel Tamtam auf die Bühne geholt. Ihr kennt das, ne? Und dann ausgezeichnet. Und das ist natürlich auch wieder wichtig, um insgesamt so diese Kultur zu schaffen, ja, unter den Affiliates, dass man da Lust drauf hat. Und diejenigen, die das natürlich auch genießen, ja, die viel und hart dafür arbeiten, hier diese Leadership Incentives auch zu erreichen, entsprechend dann dort auch damit auszuzeichnen. Okay, Leute. Das war eigentlich das, was wir heute nochmal alles durchgehen wollten mit euch, dass jeder jetzt in der Lage ist, ja, wirklich zu sehen oder dass ihr jetzt alle genauestens Bescheid wisst, okay, wenn ich hier als Affiliate durchstarten möchte oder vielleicht auch schon dabei bin, das zu tun oder du hast bereits durchgestartet, aber möglicherweise hier und da immer noch mal Schwierigkeiten hatte, sich zurechtzufinden, ne? Denn klar, wir haben alle Informationen für euch im Dashboard verfügbar, aber man muss natürlich auch mal wissen, okay, wo finde ich denn was, was bedeutet denn was und so weiter, ne? Aber ich denke, jetzt sind wir schon mal einen guten Schritt näher gekommen. Natürlich kann man das jetzt mal noch detaillierter, noch tiefer im Detail sich alles anschauen. Aber im heutigen Webinar ging es einfach wirklich nochmal darum, euch einen etwas tiefer gehenden Einblick hier zu verschaffen, was das Affiliate-System angeht, wie das funktioniert, was ihr verdienen könnt. Ich denke, bei den Turnover-Pools haben wir das insbesondere schön gesehen, auch anhand unserer Rechenbeispiele, wie das funktioniert, was man dort verdienen kann. Und ganz klare Sache, immer wieder, ja, wir pushen das ja auch logischerweise jetzt ziemlich hart, auch bei uns in im Chat und im Kanal, weil einfach dieser Globaline-Bonus ist jetzt für die kommenden 80 Tage unser Zugpferd, ja, und nutzt das auch. So, abgesehen davon, zum einen der Globaline-Bonus, zum anderen ladet die Leute zu unseren Live-Webinaren ein. Na, weil du draußen unterwegs bist, du hast einen Interessenten, der sagt, okay, wo kann ich mich denn informieren? Hey, dienstags 17 Uhr, tragst dir ein im Kalender, schau, dass du dir die Zeit frei hältst. Ja? Wir hatten es eingangs erwähnt, wir sind gerade dabei zu schauen, ob wir vielleicht auch einen etwas besser verträglichen Termin zustande bekommen, später am Abend, sodass es also noch mehr Leuten einfacher möglich sein sollte, dann hier auch wirklich live dabei zu sein. Wenn man es live nicht schafft, habt ihr immer die Möglichkeit, natürlich hier auf unserem YouTube-Kanal, auf unserer Playlist hier findet ihr die ganzen Aufzeichnungen, kann man jederzeit auch hingehen und die sich ganz in Ruhe nochmal anschauen, auch zwischendurch mal auf Pause drücken, was anderes machen, zurückkommen, weitergucken, sich Notizen machen, Fragen notieren und dann vielleicht in der Woche darauf dann live dabei sein, um genau diese dann dort geklärt zu bekommen. So, damit wären wir dann jetzt auch an dem Punkt. Ich gebe euch mal eben das nochmal frei hier. Wer sich traut, bedenkt, wir sind in der Live-Aufzeichnung. Ja, das wird auf YouTube hochgeladen. Ansonsten haben wir auch das Chatfenster offen. Können wir jetzt nochmal 5 Minuten hier, wenn irgendwas noch unklar ist, das klären und uns dann einen schönen Abend wünschen. So. Genau. Ja, also scheint alles bestens zu sein. Dann sage ich schon mal hier, gehe schon mal auf Stop Recording ganz offiziell. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle heute live dabei wart. Denkt dran, nutzt das Live-Webinar. Ladet eure Partner ein, ja, ladet Interessenten ein, hier mit dabei zu sein. Und wenn jeder von euch nur 2 Interessenten einlädt, wir machen das Woche für Woche für Woche, könnt ihr euch denken, dass wir ziemlich schnell das Webinar hier mit mehreren 100 Leuten gefüllt kriegen. Und dann macht es auch alle noch viel mehr Spaß, logischerweise. Und ihr könnt auch das für euch selber als zusätzliche Unterstützung nutzen, als Verkaufsinstrument. Ja. Somit müsst ihr nicht immer selber euren Interessenten alles erklären, sondern schickt sie hierher. Wir werden auch wieder genau damit anfangen, dass wir dann hier eine Standard Geschäftspräsentation machen, ja, wo jemand, der neu ist, einfach hier reinkommen kann, sich über Jim Street informieren kann und ihr könnt infolgedessen dann einfach nur noch den Abschluss machen. Alles klar, Leute. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche einen schönen Abend und freue mich darauf, euch nächste Woche hier das letzte Mal vor Weihnachten wieder live zu sehen. Bis dann, macht's gut.